Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Heute schauen wir uns die 10 besten Torschützen der aktuellen Champions League Saison 23/24 an. Wer ist der beste Torjäger? Fangen wir an. Da haben wir auf Platz 5 Alvaro Morata von Atletico Madrid. Morata hat in 10 Champions League Spielen 5 Tore erzielt, das heißt alle 133 Minuten ein Tor in der Champions League. Alvaro Morata von Atletico Madrid. So, wen haben wir weiter? Auf Platz 5, ja, Jorgelo, Real Madrid, 2 Tore gegen Bayern. Er hat 5 Tore ebenfalls in 10 Champions League Spiele erzielt, alle 55 Minuten ein Champions League Tor, aktuell in dieser Saison. Dann geht's weiter, ebenfalls Platz 5, ja, Rasmus Højlund von Manchester United. Højlund hat in 6 Spielen 5 Tore erzielt, das heißt, alle 97 Minuten in der Champions League ein Tor für Manchester United. So, dann geht's gleich weiter, ebenfalls auf Platz 5. Galeno vom FC Porto. Galeno hat in 7 Champions League Spiele 5 Tore erzielt. Das heißt, alle 130 Minuten ein Tor in der Champions League. Auf Platz 5 Galeno. So, weiter geht's. Ebenfalls Platz 5 Phil Foden von Manchester City. Foden hat in 8 Spielen 5 Champions League Tore erzielt. Das heißt, alle 136 Minuten in der Champions League ein Tor von Phil Foden. So, dann geht's weiter auf Platz 5. Ja, Julian Alvarez, ebenfalls Manchester City. Alvarez hat in 7 Champions League Spiele 5 Tore erzielt. Das heißt, alle 56 Minuten in der Champions League ein Tor von Alvarez. Weiter geht's. Auf Platz 3 jetzt, ja, Erling Haaland, ebenfalls Manchester City. Haaland hat in 9 Spielen 6 Tore erzielt, das heißt alle 129 Minuten ein Tor, 2 Elfmeter-Tore von 2 Elfmetern. Sehr gut. So, weiter geht's. Auf Platz 3 ebenfalls, ja, Antoine Griezmann, Atletico Madrid. Griezmann hat in 10 Champions League Spielen 6 Tore erzielt. Ein Elfmeter verschossen, alle 136 Minuten ein Tor von Griezmann in der Champions League. So, wen haben wir denn auf Platz 1? Unter anderem natürlich Kylian Mbappé, noch bei Paris Saint-Germain. Mbappé hat in 12 Champions League Spielen 8 Tore erzielt, 3 Elfmeter-Tore von 3 verwandelt. Alle 135 Minuten ein Tor von Mbappé in der Champions League. So, ebenfalls auf Platz 1 Harry Kane vom FC Bayern München. Ja, Harry Kane hat ebenfalls in 12 Spielen 8 Champions League Tore erzielt, 3 Elfmeter-Tore ebenfalls verwandelt. Alle 133 Minuten ein Tor in der Champions League von Harry Kane. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die Top 10 der Torjäger der Champions League. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Danke für dein Abo. Wir sehen uns. Viel Spaß. Tschüss.